Und herzlich willkommen zu Folge 82. Ja, beim letzten Mal haben wir mit den Turtles ein bisschen rumgetobt. Da kommen wir auch gleich zu, aber ich bin jetzt erstmal hier. Ja, das läuft wieder. Also das stürzt, also wenn ihr mal das Spiel neu startet, dann habt ihr einen schwarzen Bildschirm, aber das Programm läuft dahinter weiter. Dann müsst ihr das einfach neu starten und dann könnt ihr wieder das Spiel hiermit starten. So. Der ist wieder am Wachsen, genau. Den habe ich immer noch ein bisschen am Laufen lassen. Da haben wir ein bisschen Holz wieder drin, habe ich gerade wieder was rausgenommen, weil ich vorne die Generatoren wieder angeschmissen habe und die Koksöfen. Also das ist noch nicht die dauerhafte Lösung für Energie. Aber ich habe was anderes für dauerhafte Energie. Ihr seht, wo der Todeskopf ist. Da können wir mal den Last Death erstmal wegmachen. Da bin ich nämlich einmal gestorben. Und zwar löschen. Jupp, Dankeschön. Fertig, zurück zum Spiel. So, da läuft alles, ja. Also ich will mal gucken, wie viel Juliometer ich gerade habe. Das ist nicht viel, also 5 Stück, ja. Also, das ist wirklich extrem wenig. Naja, Hauptsache ein bisschen Juliometer, dass wir ein bisschen nebenbei produzieren. Soll ja mit den Solarpanels hier noch ein bisschen erhöht werden in der Zeit. Ich habe das hier dreimal aufgebaut, die Turtles dreimal hingesetzt. Und da habe ich jetzt so ein 15x15 Feld und habe schon mal fleißig hier mit den ganzen Materialien, was hier drin war, sprich Stein und Erde, schon mal was vorbereitet. Das Vorbereitete ist jetzt so, das ist jetzt komplett bis unten hin ausgekleidet in dieser Form. Die Wege von den Schienen ist relativ anders. Wenn wir jetzt mal lang gehen, müsste sich gleich irgendwann ändern. So in den ersten Ebenen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier ist. Ne, hier endet sich das noch nicht. Hier geht das immer noch in der Mitte bis nach außen hin. Aber hier passiert das. Hier ist nämlich die Wendung andersrum. Und dann geht das wieder hier genau in der Mitte rum. Da habe ich gedacht, oh, wie kann das denn anders machen? Und hier ist das wieder so gleich, dass das hier in der Mitte ist und einmal außen. Und hier wieder das gleiche in der Mitte und außen. Hier habe ich erstmal so einen Steg zwischen gemacht, das ist eigentlich relativ egal. Und hier ist das Ende. Das heißt, ich werde mit dem ganzen Minecart, was ich hier bauen werde dafür, das ist nämlich Steve Cards, was wir jetzt benutzen werden als Mod, hier komplett rumfahren lassen. Dann fährt er hier komplett hoch, nächste Etage packt er sich, dann fährt er wieder hoch, nächste Etage und immer so weiter. Das heißt, bis er wieder voll ist, kann das halt einen Moment dauern, bis das alles fertig ist, kann es einen Moment dauern, ja. Ihr seht auch, ist ein extrem langer Weg. Das heißt, ich brauche noch extrem viele Schienen. Dafür bräuchte ich aber auch wieder Eisen etc. Das ist alles sehr teuer, dieser Aufwand, aber das wird sich lohnen. Halt, wenn man so einen Turm hier baut und man einfach so ein bisschen Weizen haben möchte. Das ist relativ ganz lustig gemacht mit dem Steve Guards Mod. Zusätzlich muss ich hier drumherum noch einen Rand setzen, weil er sonst alles hier fertig macht, aber da habe ich mir schon was anderes überlegt, denn wenn wir das hier hin machen, an diese Stelle noch mal eben hier ein paar rausrupfen, die muss er ja lassen. Oh. Also ich habe kein Magnet an, genau, das war ja wieder, weil ich die Baumfarm einmal angesetzt habe. Jetzt machen wir Magnet nochmal an und jetzt brauche ich irgendwo noch Erde her. Ich glaube, die ganzen Kisten sind alle leer. Ne, hier ist ein bisschen Erde. Also ich brauchte sehr viel Cobblestone, sprich waren die ganzen Außenwände ja auch noch alle dafür betroffen. Reicht das? Also ich muss einmal um diesen Kasten drumherum fahren. Machen wir hier mal so. Und vielleicht eine kleine Ausbuchtung. So. Sollte eigentlich reichen. Ich hoffe. Denn hier kommt dieser Cargo Manager hin. Den muss ich von zwei Seiten an visieren sozusagen. Da können wir eigentlich nochmal hier machen, komm. Weil ich hatte den einmal zum Testlauf oben hingesetzt, aber da macht er den ganzen Rand auch voller Weizen. Das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich mir das überlegt, ich mache das jetzt einfach so. So, können wir es eigentlich lassen? Da kann er hier rumfahren. Kann er hier einmal den Cargo Manager anvisieren und dann hier einmal. Man könnte ja hier eigentlich das Ding hier nochmal, Erde. Ich brauche hier zu eurer Information kein Wasser hinsetzen. Das macht er alles automatisch. Das heißt, er setzt, er tut Fertilizer drauf und er erntet die auch ab. Das macht er alles vollautomatisch. Das heißt, wir müssen uns darum nichts kümmern. Wo wir uns was kümmern müssen, ist den Manager aufzubauen. Cargo. Ja, irgendwo Car oh, nicht Dargo, sondern Cargo. Cargo Manager, da brauchen wir den. Pickup. Whale, okay. Ne, da, Cargo Manager. Da brauchen wir diese komischen Platten. Okay. Okay, da brauchen wir erstmal diese hier. Chestplates.
Kriegen wir 8 Stück raus. Okay, dann brauchen wir zweimal Holz und Be Planks in der Mitte, okay. Ich habe hier auch noch Müllkisten hier. Da haben wir noch das. Und hier haben wir noch das. Weil ich brauche jetzt, habe das Feld jetzt extra dafür aufgebaut. Ein bisschen Material ist ein bisschen angefallen von den Turtles, also relativ wenig, aber dafür ist es ganz, bin ich eigentlich ganz gut geworden, so das aufzubauen. Weil ich wusste nicht, was ich dann damit machen sollte mit diesem Riesentunnel. Deswegen habe ich überlegt, das so zu machen. So, jetzt brauchen wir erstmal hier ein paar von. Was machen wir denn hier? Machen wir erstmal. Ah, komm. Dann machen wir gleich hier Kapelle, Kapelle. Ich weiß nicht, wie was ich die noch brauche. Deswegen mache ich erstmal davon welche. So, jetzt machen wir erstmal die Huge. Da brauchen wir davon kleine Iron Plates. Und dafür brauchen wir diese Iron Plates. Okay. Dann machen wir hier das. Dann habe ich noch ein bisschen Eisen. Da oben ist noch ein bisschen Eisen. Dankeschön. So, wie weit sind die denn hier? Sind die jetzt eigentlich mal fertig? Nein. Weil ich will jetzt versuchen, beide wenigstens ein bisschen komplett aufzufüllen. Der eine ist schon komplett voll. Der wird dann da hinten angeschlossen. Der zweite wird dann hier vorne angeschlossen für die Biomasse, damit das auch laufen kann. So. Und zack. Zack. So. Und jetzt brauchen wir davon erstmal 4 von denen hier. 4 von denen. Genau. Wie geht das denn hier? Da brauche ich Redstone, da brauche ich diese Plates, da brauche ich einen Redstone und einen Plate, okay. Mache ich mir noch Redstone raus. Zack, Dankeschön. Waren das jetzt 4 immer? Oder war das. Ah ne, das war jetzt glaube ich so, ne? Genau, das brauche ich. Und jetzt brauche ich noch die Huge von den 4 Dingen. Da brauche ich 9 von diesen allein, okay. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Weil das habe ich mir sehr überlegt, ob ich das mache, ob ich es nicht mache. Ich weiß es nicht. Da habe ich gedacht, komm, mach das, weil das ist ziemlich lustig, damit was zu arbeiten. Man kann viele Minecans damit herstellen. Ich werde erst fortlaufen, erst nur das benutzen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch weitere Minecans benutzen werde. Das kann ich euch noch nicht versprechen. Aber erstmal dieses einfache hier. So, und das stellen wir, glaube ich, bei dem Tinker-Devil hin. Das ist ganz interessant dafür. Tun wir mal am besten, oder? Ist das schlau, hier hinzusetzen? Hier hätten wir dann noch eine Kiste, ne? Warte mal, so komme ich an den Table. Oder ich tue es hier hin vielleicht. Dann hier hin. So. Achso, das ist jetzt der Cargo-Manager. Ich bin noch ein Dussel. Den brauche ich ja für draußen. Habe ich denn 2 Kisten gerade? Zufällig? Da sind doch 2 Kisten. Dankeschön. Den Cargo-Manager ist doch für das Minecart. Obwohl, den können wir schon mal da hinten hinsetzen. Hier muss ja dieser Card-Sampler hin. Ich trottel. Naja, ist auch egal. Hat sich ja gelohnt. Da brauchen wir ja eh das Ding. Denn, boah, die Folge ist gleich schon wieder um. Und ich mache keine weitere, ich mache keine längeren Folgen. Nein, 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 nein. So, der kommt hier hin. Da haben wir gelb und grün. Okay. Hier brauchen wir einmal Engine. Da können wir eigentlich hier die Engine auch benutzen. Okay. Ah ne, das kann eigentlich da rein. So, machen wir rot. Blue Side, Any Side. Disabled, okay. Hier haben wir blau. Und dann brauchen wir hier noch rot oder so. Das muss in den Manager rein. Das heißt, hier müsste. Was muss denn hier rein? Setblings und die ganzen anderen Sachen, ne? Fertilizer werde ich separat immer zuführen. Das kommt auch in den Manager rein. Und das wäre dann grün. Ja gut, ich könnte ja auch noch blau hinsetzen, ne? Wäre auch so eine Option. Wo man bei das Blau das rauspumpen kann. Und hier kommt dann jetzt einfach die Holzkohle rein. Was ich so übrig habe, schmeiße ich erstmal rein. Das reicht eigentlich vollkommen. Ah, ist gleich dunkel. Da mit der Stadt habe ich mir noch was ziemlich krasses überlegt. Das ist aber ein größeres Projekt, wo wir erst die ganze Dorfstadt umsetzen müssen. Aber da kommen wir später zu. Aber jetzt, bevor wir noch mal weitersuchen, ich brauche diesen Card.
Karte Sampler. Oh ne, nicht Kari. Da, Karte Sampler. Okay, Eisen, Stein und diese komische Simple PCB. Okay, Gold, Eisen und Whetstone, okay. Das kriegen wir mal hin. Und Stein brauche ich. Stein. Hier ist kein Stein. Da ist kein Stein. Hier ist ein Cobblestone. Habe ich den Stein hingetan? Ja. Stein. Einen Stein habe ich nur noch. Da müssen doch welche verbrennen hier. Das geht doch nicht. Ne, ich habe wirklich keine mehr. Sonst habe ich hier. Oh, doch. Da habe ich noch welche. Aber wir müssen dennoch welche verbrennen. Nehmen wir mal gleich hier 2-6. Ich habe bestimmt noch Koks Kohle da. 1-2, 1-2. Dankeschön. Und dann machen wir jetzt das hier einmal. Zack, zack. Dann hört das hier nie auf. So. Gut. Dann verabschiede ich mich von dem mordenden Hörde hier. Ich gehe heute mal nicht zum Bett. Ich mache die Nacht durch und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin, euer Flash-Dieter-P und tschüssen.